Hi ihr Süßen, ich mache jetzt einfach mal so ganz spontan ein Kindle-Unpacking. Mein neuer Hintergrund ist noch nicht so ganz fertig und hier ist noch eine Menge Chaos. Und deshalb sitze ich jetzt einfach mal hier am Küchentisch und ich glaube, hier schallt es ein bisschen, aber vielleicht merkt man das ja nicht so. Mal sehen. Let's start the party. Da haben wir das gute Stückchen. Oh, das ist aber viel zu schön zum Aufreißen. Irgendwie anders. Nein, natürlich nicht. Genau wie die Amazon-Pakete muss man auch den Kindle so aufreißen. Ta-ta-ta-ta! Ladekabel. Der passt übrigens mit diesem USB-Anschluss sehr gut in das Ladegerät vom iPhone. Also habe ich mir dieses Zusatzladedings nicht dazu geholt. Weil das geht hier auch so. So, was haben wir hier? Kindle Paperwhite. Der Einstieg ist ganz leicht. Okay. Too much information. Aber ich packe das jetzt einfach mal aus. Ich habe mir auch noch so eine Hülle dazu bestellt, die ist aber noch nicht angekommen. Morgen vielleicht. Leuchtet. Also vom Bild her sieht es schon mal gut aus, denn ich habe Kommentare gelesen, da haben die Leute geschrieben, da wär irgendwie so weiße Flecken im Bild oder so. Deutsch? Ja, Deutsch. Aha. Dieses Spiegel verkehrt, ich kann das nicht. Jetzt lädt da irgendwas, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. So, ihr Lieben, ich habe mir das Ganze jetzt nochmal etwas genauer angeschaut und habe jetzt auch schon Bücher heruntergeladen. Nein, ich habe mir Silber nicht gekauft, das ist eine Leseprobe. Wenn ich das im Regal stehen habe, brauche ich das ja nicht auf dem Kindle. Schon gar nicht, wenn es dann 14 Euro kostet und für die gebundene Ausgabe muss man 17 Euro oder so ausgeben, dann lohnt das sich meiner Meinung nach nicht und ich kaufe mir ein Buch dann lieber gebraucht für 3 Euro, als so ein Kindle-Buch zu haben für fast denselben Preis wie ein neues Buch. Aber ja, das Einzige, was ich sagen muss, was mich echt stört, ich habe jetzt gleich auch mal nachgeschaut, ob das normal ist, aber wenn man irgendwie irgendwo hin tippt oder klickt oder wie auch immer, dann leuchtet der Bildschirm einmal schwarz auf und ich zeige euch das einfach jetzt mal so. Seht ihr das? Es wird immer einmal so schwarz irgendwie. Ja, das seht ihr. Und das stört halt ein bisschen, aber naja. Ist halt so.
Ansonsten finde ich es aber ganz toll. Ich habe jetzt auch das Licht ausgeschaltet und das ist schon echt angenehm für die Augen. Man glaubt halt echt, es wäre ein Blatt und es wäre alles so drauf geschrieben. Ich kann euch mal das Licht etwas einschalten. So, aber dann erkennt ihr fast nichts mehr. Also schalten wir das wieder aus. So, zum Einkaufen geht ganz einfach. Zum Beispiel könnt ihr hier, wo war das doch gleich? Nein, ich muss erstmal auf den Einkaufswagen tippen. Und dann hier. Und dann steht da ganz unten Wunschzettel anzeigen. Also das ist jetzt mal ein Beispiel. Ich habe da drei Wunschzettel und ich klicke jetzt einfach mal auf den mit E-Books. Da sind jetzt noch zwei drauf, die habe ich mir noch nicht geholt, weil die was kosten. Kirschroter Sommer weiß ich noch nicht, ob ich es mir hole, weil ich es ja auch hier stehen habe. Aber das kostet nur 2,99 und den Preis finde ich eigentlich ganz okay. Und ja, das andere ist noch ein anderes Buch von Carina Bartsch. Und das kann man nur auf einem E-Book lesen. Und deshalb werde ich mir das noch kaufen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Dann tippt man da so drauf. Und dann steht da kaufen. Und dann schließen. Und zack, ist das Buch bereits in der Bibliothek. Wird gerade geladen. So, schon fertig mit Laden. Und dann kann man das sofort auch lesen. Ja. So geht halt weiterblättern auf diese Seite. Für euch ist das jetzt, glaube ich, alles spiegelverkehrt. Deshalb ist das ein bisschen doof. Aber ja, und hier blättert man dann zurück. Und oben kommt man wieder in dieses Menü. So. Ja, also ich finde es eigentlich ganz praktisch. Nein, es ist nicht spiegelverkehrt für euch, oder? Not. Oder mein Programm endet es gleich noch, wenn ich auf Stopp drücke. Naja, egal. Jedenfalls habe ich noch nicht alles so ausgetestet. Hier kann man noch Einstellungen machen. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht probiert. Ja, zu Anfang, jetzt bevor ich die Pause gemacht habe, gibt man die Sprache ein. Man muss sich mit dem WLAN verbinden, außer man kauft sich das 3G, Kindle und was war's noch? Ach ja, und man macht dann so eine Rundtour, so einen Rundgang mit, wo man dann alles irgendwie erklärt bekommt, wie man das lesen soll und bla bla bla. Ja, das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil das seht ihr da dann, wenn ihr ein eigenes Kindle habt. Und das ist nicht so kompliziert. Was ich übrigens am 3G Kindle total super finde, aber es mir nachher dann doch irgendwie zu viel war, weil ja, da hat man dann 3G drauf. Das kostet zwar 60 € mehr, aber man muss da kein Abo oder so bezahlen. Man hat dann einfach immer 3G und dieses 3G wird dann sozusagen von Amazon bezahlt und halt von den 60 €, die man für dieses Kindle mehr bezahlt hat. Dieses hier kostet übrigens 128, irgendwas. Das steht zwar unter Amazon für 129 oder so. Aber es ist ja oft bei Amazon so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon irgendwie gemerkt habt. Aber wenn man dann irgendwie auf Kaufen drückt, dann steht da weniger, als eigentlich angezeigt wurde. Und ja, wieso nicht? Ja, ich bin angemeldet. Unter Mandy Booknerd. Sieht man's? Ja. Sonst so geht das hier nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich es vom Bild her total super. Nur da dieses schwarze Aufblinken, Aufleuchten, das müsste nicht sein. Aber so ist das ja schon ganz angenehm.
Und weiterempfehlen kann ich es halt noch nicht, weil ich es jetzt seit 10 Minuten habe. Oder auch mehr seit, als 10 Minuten. Aber ja, ich werde dann in irgendeinem späteren Video wahrscheinlich nochmal was dazu sagen. Spätestens, wenn ich das andere Buch von Karina Bartsch gelesen habe, denn dazu werde ich dann, denke ich, eine Rezi machen. Vielleicht lese ich das jetzt auf meiner Reise nächste Woche. Mal sehen. Ja. Das war's dann auch von mir. Von mir wird dann wahrscheinlich vor 2014 kein Video mehr kommen, weil ich bis zum 30. im Urlaub bin. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dann am 31. noch ein Video drehe und hochlade. Aber spätestens so am 1., 2., 3. irgendwann, dann wird mein Jahresrückblick kommen. Genau. Ja, so viel zum Kindle. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, ich werde mich da jetzt noch irgendwie ransetzen und euch bestimmt dann noch mehr Informationen geben können. Dann fragt mich einfach in den Kommentaren. Tschüss!